Wir haben den Brand weiterhin unter Kontrolle. Die starke Rauchentwicklung, die immer noch zu sehen ist, die Sie auch sehen, wenn Sie aus den Fenstern schauen, rührt daher, dass die verbrannte Masse in den Hallen immer noch als Glutherd wütet und immer dann, wenn der Schaum sich wieder verflüchtigt hat, weiter als Rauchentwicklung aufsteigt. Das Umwelt hat umfangreiche Messungen durchgeführt und hat uns mehrfach bestätigt, dass diese Rauchentwicklung nicht giftig für sie ist, sondern eine Belästigung darstellt. Aus dem Grund bitten wir sie auch weiterhin, Fenster geschlossen zu halten, auch in der Nacht. Bis alles beräumt ist, wird die Rauchentwicklung nicht aufhören. Wir sind aber, und so auch der Stadtbrandmeister Petersen, dabei, die Beräumung einzuleiten, so dass wir in gegebener Zeit sagen können, wann die Rauchentwicklung ganz aufhört und wenn der Brand als vollständig liquidiert bezeichnet werden kann. Die Einsatzbereitschaft für die Nacht ist gewährleistet. Wir haben auch von den Messwagen des Umweltamtes, einmal von der Feuerwehr und einmal von der Behörde, die amtliche Zusage, dass wir keine größere Belastung haben, als es bei normalen größeren Bränden von Wohngebäuden oder Waldbränden sich darstellt. Es ist natürlich für viele Bürger ein bisschen frustrierend, diese Qualmwolken zu ertragen, aber wir können es erstmal nicht ändern, wie der Kamerad Kreisbrandmeister schon sagte. Es ist einmal die Glut, die uns noch zu schaffen macht, und zum Teil sind dort schon Fertigprodukte in den Hallen gelagert, die ganz dicht gestapelt werden, und denen beizukommen ist ganz schwer.